Es niemals gedacht, dass mir das passiert, und das denken wahrscheinlich viele von euch, die das gleiche schon mal gemacht haben. Herzlich willkommen zum 5-Minuten-Update, dem monatlichen Format rund um den Kanal Mr. Handwerk. Ja, Thema Tisch- oder Standbohrmaschine, darum soll es heute gehen. Das Thema spreche ich nachher, und ich kann nur von Glück sagen, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Also ich bin nochmal vom blauen Auge davongekommen. Wie gesagt, das machen wir später. Für alle Neulinge, schaut euch das Video komplett bis zum Ende an. Es gibt nämlich ein, zwei kleine Sachen immer hier zu verlosen oder zu verschenken. Und deswegen ist es sehr, sehr ratsam, das Video wirklich komplett durchzuschauen oder anzuschauen. Für alle die, die beim letzten 5-Minuten-Update mitgemacht haben, erstmal recht herzlichen Dank dafür, dass ihr Interesse habt an so einer Bohrkassette. Also, es liegt wahrscheinlich am Hersteller, ne? Also von Ruco, das ist wirklich Qualität, und die Dinger sind auch nicht so günstig. Davon haben wir insgesamt 3 Stück verlost. Und das Tolle daran, an dieser Bohrkassette, ihr könnt Stahl mitbohren, aber auch Edelstahl. Also was richtig, richtig Tolles und dürfte eigentlich in keiner Werkstatt fehlen. Die Gewinner gebe ich gleich bekannt. Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr wirklich ganz, ganz viel oder euch eingesetzt habt, Kommentare geschrieben habt und mir auch geholfen habt, Thema Autoreifen bzw. Profiltiefe. Wie gesagt, das Video werde ich dir mal hier oben verlinken, kannst dir mal anschauen. Und ja, ich habe Allradantrieb und X-Drive, und das ist wahrscheinlich, viele haben gesagt, das liegt am Verteilergetriebe, und deswegen brauche ich dann auch komplett 4 neue Reifen, wenn die Profilunterschiede zu groß sind. Und jetzt, wie der Zufall es so will, ja, ich hatte dann komplett 4 neue Reifen gekauft, bin zum TÜV gefahren, habe dann TÜV, und eine Woche später fahre ich in mein Auto und los. Und was mir dann passiert, das habe ich natürlich auch auf Instagram geteilt, und das blende ich euch mal jetzt hier ein. Moin, kurzes Update vom 5-Minuten-Update. Ihr wisst ja, dass ich letztens 4 komplette neue Reifen erneuert haben lasse. Und ja, bei meinem Glück, ne, was passiert mir? Hau ich mir so einen fetten Metallsplitter rein, und ja, der Reifen muss komplett neu. Ich kann vom Glück sagen, dass ich noch nicht so viele Kilometer jetzt gefahren bin, sonst hätte ich die beiden hintersten Reifen komplett wechseln müssen. Habt ihr auch schon mal sowas gehabt? Ja, ich kann vom Glück sagen, dass, ja, dass der Reifen noch nicht wirklich viel Profil runter hatte, beziehungsweise gar nichts. Die wollten mir nämlich gleich 2 neue Reifen wieder verkaufen. Da sagte ich hier, Jungs, nee, damit bin ich gerade mal 100 Kilometer gefahren, und da ist noch nicht mal 0,00 mm abgefahren vom Reifen. Da bin ich schon wieder 300 Euro losgeworden für so einen Reifen. Ne? Hätte auch kotzen können. Naja, so. Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir klären das Ganze mal auf, beziehungsweise lösen wir die Gewinne auf, Bohrkassen plus Zollstock, und ihr bekommt natürlich auch ein Ruco Aufkleber und das, was ich persönlich richtig cool finde. Also ich freue mich immer, dass ihr mich anschreibt und Aufkleber haben wollt und Autogrammkarten. Jedes Mal, wenn ich eine Tasse verschenke, wenn ich ein Gewinnspiel mache, packe ich immer eine Autogrammkarte hinzu und ein Sticker oder ein Aufkleber. Und das kommt natürlich auch mit oben drauf. Die 3 Gewinner blende ich jetzt mal nach und nach ein. Herzlichen Glückwunsch an euch 3. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr das Ganze bekommt, dann bitte ich euch vielleicht auf Instagram einen Beitrag zu verfassen, Ruco vielleicht noch zu verlinken oder mich. Würde mich riesig darüber freuen. Übrigens, Ruco ist auch auf Instagram vertreten, und die machen da regelmäßig Gewinnspiele. Wenn ihr Bock habt, dann folgt denen einfach. Links dazu findest du auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann eins meiner letzten Projekte, da hatte ich ein Schneidebrett gebaut, beziehungsweise insgesamt 4 Stück. Und ja, Mrs. Handwerk war nicht so begeistert davon. Ich blende euch mal hier eine Szene ein. Na, Mrs., bist du zufrieden mit den schönen Schneidbrettern? Ich habe dir nochmal 2 mitgebracht. Das ist ganz schön. Ein bisschen zu schmal irgendwie. Wie? Ja, hier, guck mal, der Platz ist schon ausgenutzt. Aber die Grifflöcher sind doch toll, ne? Ich finde sie ein bisschen riesig. Wir hatten so riesige Hände. Und da fallen den ganzen Krümel durch und der Abfall. Ich sehe es. Aber das kannst du wunderschön aufhängen. Aber so riesig? Ja. Ich hätte gerne ein bisschen graziler irgendwie. Okay, ja, und jetzt meine Frage an euch. Hat sie recht? Also waren die Schneidbretter zu klein? Waren die Löcher zu groß? Ist das Holz falsch? Und so weiter und so fort. Wenn du es besser weißt, was ich da hätte besser machen können, dann Hashtag
Schneidebrett und dann sag mir mal, was du oder was ich da falsch gemacht habe, was man besser macht. Ich weiß, man hätte die Holzart Eiche nicht so verwenden sollen, aber es ist letztendlich ein Schneidebrett beziehungsweise ein Brett, wo ich mal mein Brötchen drauf schmiere oder sowas. Ne? Würde mich mal interessieren von euch. So, Thema Bohrer, kommen wir gleich nochmal zurück. Da hatte ich letztens eine Lampe gebaut, eine Stehlampe aus einer Stahlkette. Das Video werde ich dir auch hier oben mal verlinken. Und da haben viele gefragt, also Hugo hat mich jetzt ein bisschen ausgestattet mit Metallwerkzeugen, beispielsweise Spiralbohrersatz, Senker und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich auch die passenden Gewindeschneidersatz bekommen, einmal für Stahl und einmal für Edelstahl. Kann ich euch, beziehungsweise ich wurde öfter darauf angesprochen, kann ich euch wirklich empfehlen. Ich habe damit jetzt schon ein, zwei Gewinde geschnitten. Das ist ein tolles Set. Metallkasten und ich glaube liegt bei 100 €, kann ich wirklich weiterempfehlen, findest du auch unten direkt im Video verlinkt. Bevor wir jetzt weitermachen, will ich auch noch mal ganz schnell die zwei Gewinner hier von den Einhell Druckluftset auflösen. Und zwar habe ich mir 3 Sets bestellt. Ich brauche eigentlich nur 1, hatte ich auch verlost gehabt. Die Gewinner blende ich jetzt mal hier nachträglich ein. Herzlichen Glückwunsch an euch. Teilt mir bitte eure deutsche Lieferadresse mit innerhalb von 30 Tagen, sprich bis zum nächsten 5-Minuten-Update. Unten in der Videobeschreibung findest du eine E-Mail-Adresse und dort teile mir bitte deine vollständige Adresse mit. Dann geht das Ganze auf Reisen und du bekommst natürlich auch eine Autogrammkarte oder einen Sticker von mir zugeschickt. Ja, die nehme ich gleich mit nach Hause, damit ich das dann den Gewinnern zukommen lassen kann. Ja, ich habe jetzt mal schnell das Tor zugemacht. Irgendwie ist hier noch immer total weiß aus. Irgendwie fühle ich mich nicht so. Aber na gut. Für alle Neulinge, wie ihr wisst, gibt es einmal im Monat hier eine Tasse zu gewinnen, eine schwarze oder eine rote. Was musst du machen? Einfach dieses Video hier kommentieren mit Hashtag Tasse und verfass irgendeinen Kommentar, was du möchtest. Aber bleib bitte lieb und nett. Und mit etwas Glück wirst du dich dann hier zack wiedersehen und dann gewinnst du auch eine Tasse. Für den Gewinner herzlichen Glückwunsch. Für dich gelten genau die gleichen Regeln. Teile mir deine Lieferanschrift mit innerhalb von 30 Tagen. E-Mail-Adresse findest du unten verlinkt. Und teile mir bitte die Farbe der Tasse mit. Wenn du das nicht machst, packe ich irgendeine Farbe rein. Also entweder schwarz oder rot. So, dann kommen wir... Das. Thema Dickenhobel. Genau, Thema Dickenhobel. Ich hatte ja im letzten 5-Minuten-Update das Thema angerissen, dass ich mir einen neuen Dickenhobel zugelegt habe, beziehungsweise Abrichtdickenhobel. Das Ganze habe ich jetzt aufgebaut, er läuft und ist richtig, richtig cool und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Beziehungsweise der erste Abrichttest war richtig toll, hat Spaß gemacht und wisst ihr, was ich mir jetzt für eine Frage stelle? Ich bin jetzt hier mittlerweile schon, glaube ich, 3 Jahre in der Werkstatt, ne? Warum habe ich mir so ein Teil nicht gleich als allererstes zugelegt? Das erste Mal, wo ich jetzt hier rübergefahren bin, über die Messerwelle, dieses Gefühl, wie früher in der Ausbildung, also wirklich richtig, richtig toll. Und ich freue mich schon hier mit Steffi dran zu arbeiten. Genau, also Jungs, Mädels, wenn ihr Bock drauf habt, dann wartet nicht lange, doch vielleicht schon, bis das Video online ist. Aber ich kann euch das Teil auf jeden Fall empfehlen. Und allein dieses Hobelgeräusch merken, wie er ein Span abnimmt, beziehungsweise Material abnimmt, dann die Oberfläche anzufassen, das ist schon geil. Ne? Das ist schon so, wie wenn ihr eine Tischkreissäge bedient, aber dann könnt ihr nochmal 2, 3 i-Tüpfelchen oben draufsetzen. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Darüber gibt es auch ein Video dann. Ich denke mal, das wird Ende des Monats, vielleicht auch im nächsten Monat dann online kommen. Und jetzt komme ich zu einer Frage an euch. Und zwar habe ich mein Vorgängermodell, das ist der Bosch PHO 160, glaube ich. Ja, damit habe ich auch 1, 2 Projekte realisiert. Der ist aber definitiv zu klein. Und jetzt brauche ich den natürlich nicht mehr. Ich hatte mir den damals mal privat gekauft und möchte den jetzt auch wieder veräußern. Und jetzt eine Frage an euch. Was würdet ihr für diesen Hobel ausgeben wollen? Was hat der für Marktwert? Was wärst du bereit dafür auszugeben? Mach mal Hashtag Hobel und dann schreib mir mal bitte deinen Preis hin. Und ich werde mal gucken, vielleicht werde ich mir einen aussuchen, also wirklich nur ernst gemeinte Interessenten. Ich werde mir dann vielleicht im nächsten 5-Minuten-Update einen aussuchen und den dann hier namentlich erwähnen, ob er vielleicht Interesse hat, sich das Ding hier bei mir abzuholen. Der lernt mich dann natürlich auch kennen, also vielleicht so ein kleines Highlight, weiß ich nicht. Ja, lasst es mich wissen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und ja, ich freue mich schon auf die Projekte mit dem neuen Hobel, also es steht schon so einiges auf dem Plan.
Und ich freue mich, mit Steffi daran zu arbeiten, mit ihr zu hobeln. Und ja, ich glaube, das ist auch was für sie. Also ich glaube, da wird ihr Herz auch aufgehen und sie sich freuen. Hm? So, ich hasse diese scharfstellende Kamera immer. Ne? Nee, das ist wirklich so mit dem Hobeln. Steffi ist wirklich richtig, richtig begeistert. Wenn ich damit hier stehe, also viele Sachen kriegt er gar nicht mit. Und dann, warum ist das so, warum so? Und zeig mir das mal und erklär mir das mal. Und dann ist sie manchmal böse, dass ich einfach weiterarbeite, weil ich ja Videos brauche. Ne? Ihr braucht was zum Gucken und ich kann ja nicht so ein Projekt da 5 Monate in der Ecke stehen lassen. Und dann ist sie dann schon sauer, dass ich dann weitergemacht habe. Naja, aber da werden die ein oder anderen Projekte mit Steffi zusammen stattfinden, das weiß ich auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir zum Thema, was ich eigentlich nicht so gerne anspreche, aber ich muss mal meinen Senf dazu losgeben oder abgeben. Eigentlich möchte ich mich dazu gar nicht outen oder rechtfertigen, aber ich habe das bis jetzt noch nie gemacht auf meinem Kanal. Aber ich möchte es heute mal tun, und zwar das Thema Werbung. Ich versuche mich bitte kurz zu fassen, ansonsten, wenn dich das nicht interessiert, einfach vorspulen. Dieses Video hier ist auch deklariert als Werbung. Aber es ist keine Werbung, beziehungsweise keine bezahlte Werbung. Ich kriege gar kein Geld für dieses Video. Ich mache es einfach nur, um mich abzusichern. Ihr habt wahrscheinlich jetzt verhäuft dieses Jahr oder letztes Jahr ganz, ganz oft hier oben Werbung gesehen oder unterstützt durch Produktplatzierung. Unterstützt durch Produktplatzierung blende ich fast immer ein, um mich abzusichern. Weil wenn sobald du ein Produkt kriegst von der Firma, was weiß ich, hier den Zollstock hier von der Firma Mr. Handwerk, und du das hier im Hintergrund stehen hast, dann ist es Produktplatzierung, auch wenn du dafür kein Geld bekommen hast. Und deswegen sichere ich mich mit den ganzen ab. Ja, ich bekomme für gewisse Videos Geld, für Werbevideos, ja, aber das ist ja ganz legitim. Von irgendwas muss man ja leben oder das hier Ganze bezahlen. Jetzt, ja klar, die Werkstatt kostet jetzt nicht das und das Geld jeden Monat und das ist nicht gerechtfertigt, aber sind wir jetzt mal ehrlich, jeder, der zur Arbeit geht, der möchte doch dafür bezahlt werden. Ich mache hier Videos, mal Videos, die sehr, sehr aufwendig sind, mal Videos, die weniger aufwendig sind. Und die Arbeit möchte natürlich auch irgendwie belohnt werden. Und wenn man dann das Mittel dazu hat, Werbung hier zu platzieren, dann macht man das auch. Das würde jeder von euch machen. Und das mache ich natürlich auch, um mir das ein oder andere auch mal leisten zu können. Beziehungsweise das ist eine kleine Belohnung. Das sehe ich quasi jetzt nicht mehr als Hobby an, sondern das ist mein Job. Und deswegen finde ich so Titel wie Mr. Werbung und sowas, es finde ich einfach, ich weiß es nicht, ob es mir das nicht gegönnt wird. Ich kann euch sagen, ich habe diesen Kanal hier, ich weiß nicht, wie lange ich den Kanal jetzt habe, 5, 6 Jahre. Und es gibt 4 oder 5 Jahre lang habe ich diesen Kanal hier gemacht. Wirklich das gesamte Wochenende hier durchgebaut, Videos gedreht und alles unentgeltlich. Und jetzt trägt das Ganze so ein paar Früchte. Und dann gibt es der einen oder anderen, ich will jetzt nicht alle sagen, aber es gibt 1, 2 Leute, die das so drunter schreiben. Und ja, ärgern tut mich das jetzt nicht. Ja, doch, vielleicht schon ein bisschen. Aber ich denke, das ist einfach diese Unwissenheit. Ne? Und ich finde, ich weiß es nicht, warum die das Ganze machen. Ich habe auch schon mal mit 1, 2 anderen Kollegen gesprochen, genau das Gleiche. Also auf YouTube ist allgemein das Ganze so vertreten, dass es einfach Neid gibt. Ich weiß nicht, ob es Neid jetzt ist. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und viele sagen ja, die sind einfach neidisch, dies und das. Ich glaube nicht, dass da einfach Neid hintersteckt. Ich glaube, das ist einfach Unwissenheit und die wissen einfach nicht, was hier für Arbeit hintersteckt. Und wenn ihr draußen in die Welt geht, eigentlich steckt überall Werbung. Überall, wo ihr hinguckt, auf Facebook, Instagram, WhatsApp, egal wo, überall steckt Werbung hinter. Ne? Alleine dein Auto, was du fährst, da ist das Emblem vorne drauf, BMW, VW, Ferrari, was weiß ich, das ist ja auch Werbung. Ne? Und du fährst mit dem Auto rum und machst schön Werbung. Also ja, es ist einfach so, wie es ist. Und ich finde es nicht schlimm. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Na klar, das Ganze muss immer ein Rahmen sein. Aber ich denke, wenn jemand wirklich ganz, ganz viel dafür gearbeitet hat und das wirklich dezent macht, dann soll es ihm gegönnt sein, wenn er jetzt auf seinem Kanal einen Shopping-Kanal macht und das voller Werbung bombardiert. Das muss jeder letztendlich selber wissen. Ne? Ich kann euch nur sagen, auf diesem Kanal, ich kriege ja die gleichen Anfragen rein wie meine anderen Kollegen. Und viele lehne ich einfach ab. Und ich kann euch sagen, dass
die Sachen, die ihr hier seht bei mir, das ist wirklich ganz, ganz wenig. Ich deklariere das Video einfach nur aus Sicherheitsgründen für mich als Werbung. Sprich, meistens steckt da gar keine Werbung hinter. Ne? Deswegen seht das mal ganz nicht so eng und letztendlich könnt ihr euch selber eine Meinung bilden, ob ihr euch beispielsweise diese Bohrkassette kauft oder, ich weiß es nicht, diesen Einhell-Druckluftschlauch, was jetzt keine Werbung war. Das müsst ihr letztendlich selber wissen und ihr seid ja clever genug, ob ihr euch das zulegen wollt oder nicht. Ne? Ja, das zum Thema Werbung. Und Neid, denke ich, steckt da nicht hinter, weil ich finde, ich habe noch nie jemanden gehatet und ich finde, wenn ich die Person nicht mag, dann ignoriere ich sie. So mache ich das jedenfalls. Ich schreibe keinen Kommentar. Ich habe vielleicht ein Auge auf die Person, aber ich sage nichts Böses oder Schlechtes über diese Person. Es ist mir eigentlich gleichgültig. Und ich denke, dass viele Personen, die was schreiben, die sind auch nicht neidisch. Es ist, glaube ich, einfach nur Unwissenheit. Weil ich finde, jeder ist sein Glückes Schmied. Also ihr seid, jeder ist quasi für sich selbst verantwortlich. Das heißt, ja, wie soll ich das sagen? Man kann das jetzt auch nicht für die Allgemeinheit verfassen, aber wenn ich meinen Arsch nicht hochkriege und was mache, dann kann ich auch nichts erwarten irgendwie. Ne? Das wird dir jeder erfolgreiche Unternehmer sagen. Die arbeiten, was weiß ich, wie viele Stunden. Und wenn du was machst, dann kannst du auch irgendwann Früchte tragen von dem, was du machst. Na klar gibt es gewisse Schicksalsschläge im Leben. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich habe auch schon ein, zwei hinter mir. Aber ja, ich falle dann hin, weine eine Runde oder weine mehrere Monate lang oder ich weiß es nicht und versuche da irgendwie rauszukommen, auch wenn ich keinen Ausweg mehr sehe. Aber ich versuche wieder aufzustehen und ich bin auch dankbar, dass ich das schaffe, dann wieder aufzustehen und mache dann irgendwie das Beste daraus. Ne? Ich weiß, dass viele Menschen, die jetzt hier wahrscheinlich zusehen, die das nicht können, die so stark betroffen sind, dass die den kompletten Boden unter den Füßen verloren haben. Und ja, das tut mir dann leid. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist einfach, dass du das zu Hause auch kannst hier, was ich mache. Und deswegen finde ich das ein bisschen ungerecht, dass man einfach sagt, hier Mr. Werbung, Mr. Wolfkraft oder sonst irgendwas oder Abo weg und dies und das. Ne? Also Abo weg, mich juckt das nicht, ob ihr das schreibt oder Peng, ne? Weil man kann danach nicht gehen. Und das ist immer so eine leere Drohung. Ich weiß es nicht, was ihr davon habt oder so. Letztendlich kostet dieses Abo kein Geld für euch. Ne? Es ist kostenlos auf YouTube. Die Videos sind hier für euch kostenlos und so. Ne? Naja, das ist ein Thema. Ich hoffe, ich habe jetzt den Rahmen wieder nicht gesprengt. Aber ich wollte das mal so loslassen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wenn ihr euren Senf dazu abgeben wollt, dann macht mal Hashtag Werbung. Sagt mir mal, wie ihr das Ganze sieht bei den gesamten YouTubern hier, egal ob jetzt in der Woodworker-Szene, überall komplett auf YouTube. Ich verfolge auch andere YouTuber und na klar gibt es ein Video, wo ich 20 Produktplatzierungen drin sehe und eine Dauerwerbesendung. Ja, aber letztendlich müsst ihr selber entscheiden, was ihr macht, was ihr kauft und ihr seid für das Handeln selber verantwortlich. Ne? Genau, das dazu. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Ich möchte natürlich auch wieder was an euch verschenken, beziehungsweise euch geben. Na, wo ist es? Damit habe ich jetzt schon ein, zweimal gearbeitet, nur ich habe zwei Stück davon. Und zwar eine Dübelleiste, beziehungsweise Dübellehre. Das ist ein richtig, richtig tolles Tool. Das möchte ich an euch verlosen. Was musst du machen? Einfach Hashtag Wolfkraft. Und dann lässt du mal oder schreibst du mal, was du damit vorhast, was du damit bauen möchtest. Wie gesagt, ist ein ganz, ganz tolles Tool. Ich werde dir dazu mal ein Video hier oben verlinken. Damit habe ich ein Regal gebaut. Und wenn du diese Lehre haben möchtest, lass einfach einen Kommentar da und teile mir mit, was du in nächster Zeit damit bauen möchtest oder warum du die Lehre haben möchtest. So, und jetzt kommen wir zum Thema Tischbohrmaschine. Machen wir das mal so. Ich zeige euch mal hier, wie ich arbeite. Nämlich immer Stativ hinstellen, Stativ ausrichten und dies und das, das sieht doof aus, das sieht auch doof aus. So, dann Höhe einstellen, ne? Das ist alles irgendwie immer, sieht zwar mal schön aus, aber es ist immer viel Einstellungssache. So, Thema Tischbohrmaschine und zwar habe ich jetzt so ein, zwei Stahlprojekte. Und habe hier so meine super scharfen Spiralbohrer eingespannt. Und was ist mir passiert beim Bohren?
Ich hätte es niemals gedacht, dass mir das passiert. Und das denken wahrscheinlich viele von euch, die das Gleiche schon mal gemacht haben und die dann einen schweren Arbeitsunfall hatten. Mir passiert das schon nicht. Und Thema Handschuhe. Ich hatte die Handschuhe an, weil das Stück Schwarzbleche oder Stahl schwarz dreckig ist. Dann haben wir immer schwarze Finger, kennt ihr wahrscheinlich schon. Hab gedacht, wenn ich das einspanne, Handschuhe anhabe und einfach so bohre, passiert da nichts. Ich komme ja nicht in Berührung mit dem Bohrer. Das heißt, wie soll ich da eingezogen werden? So, dann habe ich, ich blende euch mal jetzt hier eine Szene ein, habe das Ganze natürlich auch geschmiert bzw. gefettet oder geschmiert beim Bohren und habe dann das Bohren Schneidöl verwendet, raufgesprüht und dann könnt ihr es anhand des Videos sehen, dass ich ziemlich nah rankomme. Und was passiert dann, wenn man bohrt, dann entstehen ja natürlich ganz, ganz große oder ein ganz, ganz großer Span. Wenn ihr scharfe Bohrer habt, habt ihr auch wirklich einen langen Span von 5 bis 10 cm. Und dieser Span wickelt sich dann ringsherum um den Bohrer. Und was hat er gemacht, wo ich gerade eben die Sprühdose betätigt habe? Ja, er hat meine Handschuhe gegriffen und es ist ein Stück hier weggerissen vom Handschuh. Und ich kann von Glück sagen, dass ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin und dass nicht meine Hand bzw. Finger hier reingerissen worden ist. Denn wenn ihr die Maschine anmacht, ich hatte jetzt glaube ich 1000 Umdrehungen angehabt und wenn ihr einmal reingerissen werdet, ihr werdet komplett rumgerissen und so schnell könnt ihr gar nicht das begreifen bzw. realisieren, dass der Finger da drin ist und dann ein bisschen den Notaus drin habt, passieren zwei, drei Dinge. Entweder habt ihr eure Hand gebrochen bzw. den Finger gebrochen und dass ihr euch irgendwie wegreißen konntet oder ihr habt euch den Finger fast ausgekugelt oder ausgerissen. Es gibt da, glaube ich, ganz, ganz böse Bilder bei der Berufsgenossenschaft, auch mit langen Haaren und so weiter und so fort. Und ich weiß, ihr sagt ganz, ganz oft hier, Steffi, Haare hochbinden, Haare wegmachen, saugefährlich. Ich passe auch immer drauf auf, kann ich euch sagen, weil Steffi ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und manchmal sieht es im Video so aus, weil ich habe jetzt ein Weitwinkelobjektiv drauf und dann sieht es so aus, als ob Steffi hier so die Bohrmaschine fast küsst. Es ist aber nicht so. Ihr könnt mir glauben, ich passe wirklich zu 2000% auf diese Frau auf, dass hier nichts passiert. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. So, das wollte ich euch nochmal zeigen. Wie gesagt, bitte, bitte, bitte nehmt meinen Rat an. Auch ich als Halbprofi würde ich sagen, habe jetzt daraus gelernt und ich werde wahrscheinlich die ganzen Handschuhe hier aus meiner Werkstatt verbannen, weil ich brauche hier keine Handschuhe. Und wenn ich schwere Bohlen reinschleppe und mir mal einen Splitter zufüge, dann ist es eben so. Lieber ein Splitter, als wenn ich mir die halbe Hand weggesägt habe oder die Finger rausgerissen habe. Ja, das war das Ende. Ich hoffe, euch haben die 5 Minuten Update gefallen. Und wie immer, wenn du mich noch nicht abonniert hast, freue ich mich über ein Abo von dir. Ansonsten findest du hier den Abo-Button und hier das nächste Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder, beziehungsweise bis zum nächsten Monat, zum 1.10. Krass, ne? Bald ist das Jahr vorbei. Und wie ich im letzten Video gesagt habe, bald ist Weihnachten. Ciao.